Mario! Servus Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64. Ja, ich spiele das Ganze hier auf Deutsch natürlich und ich habe das Spiel noch nie durchgespielt zur Info und aber ich habe schon ein paar Let's Plays gesehen, also ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Ich glaube, ich muss nicht viel erklären, denn dieses Spiel kennt eh jeder. Und jetzt kommt das Intro. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Und schon geht's los hier. Also, Peach, herzlich willkommen. Ja, also, da erklären sie alles, aber ich habe das schon mal getestet. Darum kann ich die Steuerung. Mario kann den Dreiersprung. Okay, jetzt kommt schon Lakitu. Er erklärt, wie man die Kamera neigt und das Ganze, ne? Also die Kamera kann man so neigen und so. Man kann so machen. Und ja, ich bin ja erklären gewesen, was Mario kann. Er kann den Hechtsprung hier. Natürlich, er kann normal springen, wie gesagt, und den Dreiersprung auch. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal ins Schloss rein. Und natürlich spiele ich das Spiel zu 100%. Nur, dass ihr es wisst. Na, wen haben wir denn hier? Okay, das war Bowser. Und jetzt sind wir... Es ist komisch, weil man ist genau im Spiel geschehen. Aber hier ist die erste Türe, wo wir reinkommen. Und wir müssen immer in Bilder springen. Und in... Also in jeder Welt, in jedem Kurs, gibt es 6 Sterne bzw. 7 mit dem 100 gelben Münzen. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Okay. Was ist jetzt los? Es leckt. Okay. Seid auch nur ein Frame. Wollt ihr mich verarschen? Spiel geht ja mir nicht mehr gut. Okay. So, jetzt geht's eigentlich wieder. Was war das jetzt? Keine Ahnung, was das war. Vielleicht Dextfail. Ja, auf alle Fälle. So, und das ist hier der erste Kurs Bob ums Bombenberg. Und wir müssen gleich mal den König Bob besiegen. Ja, nicht wundern, dass die Bombas zum Beispiel so aussehen. Das ist N64, Leute. Das war er früher. Also nicht wundern. Da hat alles blöd ausgesehen. So. Und wir gehen jetzt auch auf den Berg hinauf. Nicht treffen lassen von den Kugeln. Und jetzt kommen auch noch Kugeln. Das wäre nicht so gut, wenn wir uns treffen lassen. Das wäre wirklich nicht gut. Also wie gesagt, in jedem
Tours gibt es 6 Sterne bzw. 7 mit den 100 gelben Münzen. Und ich kann es ja schon verraten, in dem ganzen Spiel gibt es 120 Sterne. So. Gehen gerade den Berg hier hoch. Und wir müssen natürlich den Kugeln ausweichen, wie ich gesagt habe. Und eigentlich sind wir gleich oben hier bei König Bob Omb. Er ist sozusagen hat hier den ersten Kurs erobert, in Anführungszeichen. So, und den Zeitversprung gibt es natürlich auch. Ich bin König Bob Omb, Herrscher über alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Jetzt wirst du tot sein. Das glaube ich ja nicht. Und so ein königliches Plateau ist es auch nicht. Also bei diesem Kampf ist es manchmal ein bisschen verbuggt, dass man den nicht schnappen kann, aber ja. Jetzt hat er mich. Nicht runterfallen. Nein, 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 nein. So, super. Also es sieht alles ein bisschen scheiße aus, aber Leute, das war wie gesagt mit dem 64. Und natürlich spiele ich das nicht auf dem N64, sondern auf einem Emulator. So. Das würde jetzt ganz geil sein, wenn wir ihn jetzt besiegen können. Oder dass es mal zum Leben aufhört. Hallo, den habe ich doch gehabt. Das ist ziemlich scheiße hier. So. Weggeschmissen. Oh nein! Ich bin gestorben. Scheiße. Ja, das ist mir egal. Ja, wahrscheinlich nicht. Und wir haben den ersten Star. Weil es gibt nicht nur die Kurse, sondern es gibt auch geheime Sterne. Und ich würde fast sagen, wir machen jetzt sogar 2. Du hast einen der gestohlenen Bausterne wieder zurückgeholt. Und wie ihr seht, braucht man die Bausterne, um bestimmte Türen zu öffnen. Zum Beispiel für diese Tür hier braucht man 3 oder für diese dort oben. Momentchen. Diese hier braucht man 1. Und da gehen wir jetzt gleich auch rein. Denn hier gibt es zwei geheime Sterne. Die machen wir gleich. So. Also das mit dem Lecken ist echt scheiße. So, rein hier. Ihr seht, wir sind durchs Bild durch und jetzt sind wir hier. Auf Beach Rutsche. Und hier gibt es 2 geheime Sterne. Einen bekommt man, wenn man die Rutsche in unter 21 Sekunden schafft, und den anderen bekommt man auch schon, wenn man nur die Rutsche schafft. So. Unser Ziel ist es natürlich, alle beide zu holen und am besten sogar als erstes den 21 Sekunden Stern, aber wir haben es nicht geschafft, schade. 2 Millisekunden. Ja, dann holen wir halt erstmal den ersten, also den normalen sozusagen. So. Also die Sterne haben Augen. Das ist komisch, aber wir sind ja in Mario, ne? Nicht wundern. So, speichern und weiter, und dann machen wir gleich den Zeitstern. Hoffentlich fehle ich nicht. Und mir kommt vor, im DS-Style geht das ein bisschen leichter. Wenn Mario da schneller ist oder Yoshi. Aber wir sind ja beim N64-Style und nicht bei einem anderen Teil. So. Übrigens, dass ihr wisst, mit welchem Controller ich spiele mit einem PlayStation 3 Controller. Das ist so unfair. So. Jetzt rutscht auf einmal Mario so, weil ich einen Hechtsprung eingesetzt habe. So, komm, da schaffen wir hier. Ja, auf alle Fälle schaffen wir das. Ja, hier 20 Sekunden, 6 Millisekunden. Da haben wir das geschafft.
das ist gut. So. Einen Stern hätten wir auch. Dann haben wir Beach Switches sozusagen abgeschlossen. Wieder ein geheimer Stern des Schlosses. Und du hast 3 magische Bauersteine. Ja. Jetzt können wir diese Tür und noch eine andere, die ist bei der anderen Seite, diese Tür öffnen. Und ich würde sagen, machen wir hier gleich den zweiten Kurs in Bob Oms Bombenberg. Das ist sogar ein Rennen. Das hier geht einen schnellen Kuchen. So. Das werden wir auch gleich machen, hier den wunderschönen Cooper. Hey Mario, mach mal ein Rennen. Okay. So. Jetzt müssen wir auf den Berg hoch, wo König Bob Omb auf uns gewartet hat. Das ist nicht so schwer. Nee, ist es nicht. Das ist es gar nicht. Dass es so schwer ist, außer ich mache so scheiße, wie ich jetzt gerade mache. Ich habe irgendwie die Steuerung so gelegt, dass der Weitsprung nicht leicht geht. Also werde ich den auch ganz selten nutzen. Er hat da schon den Lichtsprung hin. Ja, geht besser. So. Es gibt hier einen Warp, aber den darf ich nicht nutzen, sonst sagt der Cooper hier, nee, du hast geschummelt. Das ist nicht so in Ordnung. Darum mache ich das so. Und übrigens, man muss nicht an der Wand schleichen bei den Kugeln, man kann auch über sie drüber hüpfen. Boah, das war jetzt knapp, eigentlich war ich schon getroffen, aber... Nee, in dem Moment. Zieh dir es nochmal, dass man rüberspringen kann. So, hier. Ja. Und dann ist hier schon die Fahne. Juhu, gewonnen. Geil. So. Jetzt müssen wir halt auf den Cooper warten. Weil da ist ja noch nichts besonders schnell. Ich kann ja so schon spoilern, dass wir nochmal ein Rennen gegen ihn machen müssen. Da ist das nicht mehr so laut. Boah, ich wurde besiegt. Boah, ich bin ja so schnell. Ja, ist klar. So. Ein einziger Stern geht sich noch aus in diesem Bad. Das ist ein ganz kurzer. Da ist der 6. in diesem Kurs. Jetzt müssten wir diesen Stern machen, aber ich mache einen anderen. Wow. Ich bin so böse. Ich mache das nicht der Reihe nach. Muss man ja auch nicht. Ich mache eh alle Sterne, also irgendwann haben wir schon alle zusammen. Und zwar muss man jetzt hier einen Kettenhund befreien, dass er uns dieses Glitcher aufmacht. Das was nicht so leicht ist. Ja, super Arschbombe. Okay, das war gerade geil. Aha, danke. So, und schon haben wir ihn befreit, also dass der Stern ist kurz. So, und jetzt kann er hier frei rumhüpfen und macht uns dieses Gitter auf. Danke. Und dann haben wir auch schon Stern Nummer 5. So. Und ich würde sagen, das war es auch schon von dem ersten Part von Super Mario 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.